So, hallo Leute und herzlich willkommen zu Tag 15 der 30 Tage Challenge. Wir sind jetzt schon an der Hälfte angekommen und ich habe den Konrad dabei. Servus. Und zwar wollten wir heute über Online-Umfragen reden, beziehungsweise im Internet Geld zu verdienen. Wollen wir schon mal anfangen, was du darüber denkst? Ja gut. Online-Umfragen habe ich. Ich glaube jeder, ich meine in der Phase seines Lebens, in denen er mal so Online-Umfragen macht und ja, damit irgendwie Geld verdienen will. Zumindest kommt das irgendwie immer so, man sieht so eine Werbung, ja, mit Online-Umfrage Geld verdienen oder so. Habe ich jetzt ein, zwei Mal gemacht, es war ziemlich scheiße. Aber ich finde halt, man verdient so komplett gar nichts. Ja, es nervt mich irgendwann echt, weil es kommt immer irgendeine E-Mail und dann denkst du so, ah ja, scheiße, wird dazu gesperrt worden. Ja, echt. Und dann willst du eigentlich nur noch loswerden. Schon. Also ich finde, so zeitvertreibmäßig und so kann man es auf jeden Fall bringen. Ja, das stimmt. Aber wirklich was verdienen kannst du damit nicht. Damit muss man eigentlich nicht anfangen, wenn man irgendwie Großverdiener werden will. Boah, was damit zu verdienen, ne? Ja. Genau, also ich finde halt auch, was du schon angesprochen hast mit den ganzen E-Mails, dass man da irgendwie auch so komplett zugespammt wird. Du hast dann einmal kurz deine Daten angegeben und auf einmal kommst du zu dem Thema. Kannst du jetzt eine Umfrage machen? Ach, du spielst Fußball. Wie wär's mit der Umfrage zum Fußball? Ja. Yeah. Und das finde ich halt irgendwie so ein bisschen behindert. Aber gut, ich meine, ist halt so ein Nachteil davon. Ja, ist so. Ich meine, so generell gegen im Internet Geld verdienen oder sowas, ich meine, wenn man es kann. Ich meine, jetzt ist auch immer ein bisschen ein Weg, bis man irgendwie mal im Internet mit je nachdem was irgendwie Geld verdient. Aber. Ja, schon, es gibt ja auch Trading und so, das kannst du ja auch alles online machen. Ja. Da gibt es ja auch die verschiedenen Taktiken, dass du da im Prinzip immer dem Trend folgen sollst. Aber wenn es dann einmal nicht nach dem Trend geht, hast du direkt alles verloren. Also, ja, klar, man muss halt Ahnung davon haben, dann geht das schon. Es ist nicht einfach, aber wenn man Ahnung davon hat, dann ist es schon, glaube ich, schon geil. Ja, lässt sich also umsetzen, aber geteilte Meinung. Genau. Wir gehen dann jetzt zu mir heim und machen ein bisschen Musik. Jawohl. Und schauen, wie es wird. Wir sehen uns morgen wieder bei dem neuen Vlog. Bis dahin. Ciao.